Heute soll es um das Apple Car, also das mutmaßliche Elektroauto von Apple gehen. Ich wollte es eigentlich in einem Gerüchtevideo nebenbei erwähnen und, sage ich mal, so ein bisschen einfach nur erzählen, was aktuell in den Medien die Runde macht, habe aber dann festgestellt, dass auch viele Medien das durchaus auch falsch einordnen oder nicht richtig einstufen. Ich weiß nicht, ob ich das 100% richtig einstufen kann, aber ich möchte euch heute versuchen, etwas ausführlicher zu erklären, was das Ganze auf sich hat und ob wir wirklich 2024 ein Elektroauto von Apple sehen werden. Gehen wir direkt mal ein paar Jahre zurück und werfen einen Blick auf die Gerüchteküche von, sag ich mal, über 5 Jahre ist das mittlerweile, glaube ich, schon her. Da machte eine Meldung zum Project Titan die Runde. Sprich, Apple entwickelt nicht erst seit letztem Jahr ein Elektroauto oder ein Auto oder hat Interesse am Thema Auto, sondern das ist schon sehr, sehr lange der Fall. Es gab immer wieder Gerüchte, dass man mit anderen Herstellern im Gespräch ist. Man hat tatsächlich viele Mitarbeiter, zum Beispiel auch von Tesla abgeworben, von Volkswagen, hat sie eingestellt, hat sie wieder entlassen. Man hat sich auch tatsächlich einmal ganz öffentlich hingestellt und hat gesagt, dass man an autonomer Software arbeitet, sprich an Software, die man theoretisch gesehen in ein Auto packen kann, dass dieses autonom fährt. Sprich, dieses Thema ist, wenn es um das Auto geht und die Entwicklung von einem Auto, das Kernthema von Apple. Man hat immer gedacht, Apple entwickelt die Software und dann irgendwie schaut man mal, wie das mit der Hardware passiert. Es hat allerdings dann irgendwann sich herausgestellt, dass dieses Project Titan, sag ich mal, gescheitert ist. Da gab es mehrere sehr gute Quellen, Bloomberg etc., die behauptet haben, dass Apple dieses Projekt eingestellt und etwas anders intern eingeordnet hat. Es wurden nicht alle entlassen, wie sich jetzt auch herausgestellt hat, aber ein großer Teil musste gehen. Ich glaube, das waren um die 200 Mitarbeiter, die da entlassen wurden. Und man hat einfach festgestellt, dieses Auto, das wird so schnell nichts. Mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen. Es wurde etwas ruhiger um das Projekt. Ich weiß auch nicht mehr, ob das noch Project Titan heißt oder mittlerweile umbenannt wurde, und in den letzten Tagen gab es tatsächlich einige Gerüchte, die jetzt darauf hindeuten, dass das Ganze wieder etwas konkreter wird. Zunächst sei erwähnt, was ist die Grundlage für die Gerüchte, dass Apple ein Elektroauto auf den Markt bringen möchte. Da wäre einmal Reuters, die den ganzen Stein vor ein paar Tagen tatsächlich ins Rollen gebracht haben und sich dazu mehrmals geäußert haben, aber auch Quellen wie Ming-Chi Kuo, den wird vielleicht nicht jeder von euch kennen, das ist ein sehr bekannter Analyst mit wirklich sehr, sehr guten Quellen bei Apple, hat sich auch dazu geäußert, The Verge hat sich dazu geäußert und auch Mark Gurman von Bloomberg haben sich geäußert. Ich würde mal sagen, die Creme de la Creme der Apple-Gerüchte hat sich dazu geäußert. Heißt, Apple dürfte an diesem Projekt arbeiten. Das scheint ziemlich sicher, nicht bestätigt, aber relativ sicher. Aber sie haben auch teilweise unterschiedliche Aussagen getroffen. Sprich, wir wissen nicht genau, was da auf uns zukommt. Aber ich möchte das Ganze versuchen, hier ein bisschen einzuordnen. Am Anfang gab es die Meldung, dass Apple 2024 anpeilt, wenn es um den Marktstart vom Elektroauto geht. Das war Reuters, die das in den Raum geworfen haben, und sie haben sich dann auch nochmal später zurückgemeldet, dass man tatsächlich mit Hyundai im Gespräch sei, dass eventuell ein zusätzliches Werk in Georgia, glaube ich, in den USA aufgebaut werden soll, in der Nähe vom Kia-Werk, wo dann tatsächlich das Apple Car, nein, ist jetzt einfach mal, produziert wird. Hyundai hat auch tatsächlich von offizieller Seite bestätigt, und das kam etwas überraschend, dass man mit Apple im Gespräch ist, nannte keine weiteren Details, hielt sich dann auch sehr, sehr schnell zurück. Vermutlich gab es da eins auf den Deckel von Apple, und sprich, da dürfte etwas dran sein, beziehungsweise da ist etwas dran, da haben wir tatsächlich eine offizielle Bestätigung. Das Ziel ist es, dass man tatsächlich schon kommendes Jahr, also 2022, ein Prototyp oder eine Beta-Version auf den Markt bringen möchte oder beziehungsweise bauen möchte, die Apple dann testen kann, und dass man so ab 2024 die Produktion voll anlaufen lässt. Und das Ziel sind so 200.000 Einheiten im ersten Jahr. Dann möchte man das langsam steigern und langfristig so um die 400.000 Autos pro Jahr produzieren. Falls ihr euch mit dem Automarkt nicht auskennt, um das vielleicht mal ein bisschen einordnen zu können, Tesla hat im letzten Jahr knapp 500.000 Autos verkauft, sprich Apple wäre dann in, sage ich mal, 6-7 Jahren ungefähr so groß wie Tesla jetzt, was den Marktanteil angeht. Sprich, scheinbar scheint es kein Auto zu werden, mit dem man jetzt den Massenmarkt wie einen Golf erobern möchte, aber ich glaube, das hat auch niemand von Apple erwartet. Wenn, dann dürfte man sich eher dem Premium-Segment widmen. Ming-Chi Kuo meldete sich dann auch zurück und gab an, ja, er hat auch gehört, dass Apple an so einem Elektroauto arbeitet, aber dass dieses Projekt noch nicht so fortgeschritten sei und höchstwahrscheinlich erst ab 2025 oder wenig sogar später kommen könnte und auch noch nicht entschieden sei, dass es auf den Markt kommt. Vielleicht war auch der Grund,
dass jetzt wir auch unterschiedliche Meldungen dazu haben, dass Apple es erst selbst versuchen wollte und dann sich aber dagegen entschieden hat und jetzt, wie gesagt, einen Partner sucht, der dann das Ganze für Apple übernimmt. Diesbezüglich hat auch eine Meldung die Woche die Runde gemacht, die von The Verge stammt, die exklusiv erfahren haben wollen, dass Apple letztes Jahr das Startup Canoe kaufen wollte. Canoe ist vielleicht kein von euch am Begriff, ich musste das da tatsächlich auch erst googeln. Die haben auch noch kein eigenes Modell auf den Markt gebracht. Sie arbeiten daran. Sie haben allerdings etwas, was dafür nötig ist oder was sehr, sehr entscheidend sein kann, wenn man ein Auto bauen möchte, und das nennt sich Plattform. Sie haben eine eigene Skateboard-Plattform für ein Elektroauto entwickelt und es stand im Raum, dass Apple diese haben möchte. Sprich, so eine Plattform ist sehr, sehr teuer und es dauert auch sehr, sehr lange, bis man sie entwickelt hat. Apple hätte dann quasi den Beats-Weg gehen können. Da hatten sie auch nicht Interesse an den Kopfhörern, sondern wollten den Musikdienst, den Beats schon entwickelt hatte, die dann später bekanntlich in Apple Music umbenannt haben. Das ist so ein bisschen die Vermutung. Das wäre auch so der typische Weg, den ich von Apple vermutet hätte. Man schnappt sich irgendwo ein kleineres Unternehmen, gibt ein paar Milliarden aus, hat die Plattform und baut das Ganze dann selbst um. Das scheiterte aber, da das Unternehmen oder das Startup nur daran interessiert war, dass Apple quasi investiert. Sie wollten ihr Unternehmen vermutlich nicht verkaufen. Apple wollte aber höchstwahrscheinlich kaufen, um das Ganze dann quasi in eigenen Händen zu haben. Sprich, dieses Projekt scheiterte wieder. Aber das deutet auch darauf hin, dass Apple tatsächlich nicht nur an der Software arbeitet und vielleicht auch sogar schon relativ fortgeschritten diesbezüglich ist, sondern jetzt auch tatsächlich konkrete Hardwarepläne für die kommenden Jahre hat. Was bedeutet das jetzt also ganz konkret, wenn es darum geht, ob Apple ein Elektroauto auf den Markt bringen wird? Zunächst sei dazu gesagt, es gibt noch keinen Prototyp, da sind sich alle Gerüchte einig. Das Ziel ist es, in den nächsten 1 bis 2 Jahren ein solches Auto zu bauen, wenn Apple diesen Plan weiter verfolgen möchte. Wir haben aber auch erfahren vor ein paar Jahren, dass das Project Titan relativ weit Form angenommen hatte und dann eingestellt wurde. Es ist nicht unüblich, dass Unternehmen in der Größe von Apple oder auch Samsung oder auch sicher auch Huawei und Co. solche Dinge irgendwo in ihren Werken haben und dass ein Team daran arbeitet für den Fall der Fälle, dass man dann in den Markt einsteigen möchte. Die Gerüchte sind sich einig. Apple ist relativ zielstrebig, was das angeht. Man möchte tatsächlich in diesen Markt einsteigen. Der Markt verändert sich. Ihr bekommt das sicher mit. Tesla und Co., Elektromobilität, Unternehmen aus China, da ist viel Wandel drin und die aktuell etablierten Autohersteller werden es nicht leicht haben und das wäre eine gute Chance für Apple, um auch hier mal einzusteigen. Allerdings bin ich doch etwas skeptisch, da es durchaus schwieriger ist, ein Auto zu bauen, als tatsächlich ein Smartphone zu bauen. Es deutet sich aktuell auch an, dass tatsächlich Foxconn, also die iPhones, iPads und Co. für Apple produzieren, in den kommenden Jahren Elektroautos bauen möchte, zusammen mit Geely übrigens, ein sehr, sehr großes Unternehmen aus China, die auch für Volvo und Co. Elektroautos schon bauen und dass die wollen in Zukunft so ab 2024 relativ zufällig tatsächlich mit der Produktion von externe Anbieter anfangen und es wäre durchaus möglich, dass da tatsächlich Apple auch vielleicht Interesse hätte. Ich persönlich glaube, dass so ein Elektroauto kommen könnte. Ich halte es für realistisch, allerdings für relativ unwahrscheinlich aktuell, denn wie gesagt, das Ganze ist nicht so einfach umzusetzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Apple dürfte an einem Elektroauto arbeiten. Apple dürfte den Fokus auf die Software legen und ich vermute mal, da diese schon seit Jahren entwickelt wird, dass man hier auch relativ weit ist. Das große Problem wird allerdings die Hardware sein, denn Apple selbst hat hier keinerlei Expertise und muss dadurch auf externe Anbieter zurückgreifen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob ihnen das gelingt und wie, sage ich mal, sie ernst sie es auch meinen. Sollte man zum Beispiel eine Partnerschaft mit Hyundai eingehen, kann man das kaum geheim halten. Das heißt, die Gerüchte werden dann kommen, wenn es soweit kommt. Ich bin gespannt. 2021 könnte hier tatsächlich ein entscheidendes Jahr werden. Das heißt nicht, dass dieser Plan bis zum Ende durchgezogen wird, aber Apple scheint Interesse daran zu haben. Und wer weiß, vielleicht erobert man in 2 bis 3 Jahren tatsächlich einen komplett neuen Markt.